Hey Leute und herzlich willkommen auf dem Player Sub Channel. Ich bin euer Sylphie und ich möchte euch hier kurz einen Fast Clear zeigen, den ich in der Summoner School gelernt habe. Also, es ist ein Subreddit. Und zwar geht es darum, ein Clear zu haben, mit dem man sehr, sehr, sehr schnell Level 6 bekommen kann. Es ist eine etwas andere Route als sonst. Man spart dabei, ich glaube, circa eine Minute im Jungle. Pi mal Daumen, um das Level 6 zu bekommen. Das ist sehr, sehr interessant. Ihr seht auch hier einmal rechts den Fast Clear. Also rechts ist der Clear, mit dem wir schnell Level 6 kriegen werden. Links ist der Clear, mit dem wir etwas später Level 6 kriegen werden. Ich habe auf der linken Seite beim normalen Clear halt einen normalen Clear genommen, wie man ihn sonst nehmen würde. Das heißt, Red, Raptors, Wolves, Blue, Gromp, Bass, Kruk und danach immer wieder von vorne. Der rechte Clear hingegen ist etwas anders. Und zwar machen wir dort die Raptors, danach die Kruks, Wölfe, Gromp, Blue, Red und danach wieder den Zyklus von vorne. Und der Trick dabei, warum man damit das Level 6 bekommt, ist sehr, sehr interessant. Ihr werdet im Laufe bemerken, das erste ist unser Jungle-Item. Und zwar gibt es unser Jungle-Item für jedes Monster, das wir töten, das über uns im Level ist, mehr Erfahrung. Die Raptors starten alle auf Level 2, also jedes Camp startet mindestens ab Level 2, wir starten hier auf Level 1. Das heißt, wir kriegen für jeden kleinen Raptor und für jeden großen Raptor, den wir töten, 30 Erfahrung mehr. Das ist relativ viel. Eure Botlane kann euch hier im Normalfall nicht leashen, beziehungsweise euer Toplaner, aber ihr könntet immer nochmal eure Midlaner fragen. Leute, nicht wundern, in diesem Clear gebe ich, also in diesem Video generell, gebe ich einen Fick darauf, ob ich jetzt kite oder nicht. Ich möchte einfach nur durchklären, das ist mir relativ egal. Die Rune und Mastery für beide Seiten sind gleich. Ihr bemerkt auch hier, ich bin durch die Raptors Level 2 ein Fünftel geworden, auf der rechten Seite, und auf der linken Seite bin ich nur Level 2 geworden durch den Rap-Buff. Von daher habe ich hier wirklich mehr Erfahrung bekommen. Ganz, ganz wichtig, wenn ihr hier die Kruks macht, ihr müsst nicht die kleinen Kruks töten. Das ist nicht notwendig. Hier in dem Fall töte ich halt die kleinen, weil die werden im Nebenbei im Cleave mit umgebracht. Ich glaube, ich werde zwei Kruks hier nicht umbringen, zwei von den kleinen. Es ist nicht notwendig, um das Level 6 zu bekommen. Es ist einfach nur ein bisschen mehr Gold, aber zieht halt nochmal ein bisschen Zeit davon, Clear Timing. So, ihr bemerkt auch hier, ich mache den Rip-Buff nicht, ich jungle weiter. Ich bin auf der rechten Seite immer noch relativ even, was die Erfahrung angeht. Wir dürfen nicht vergessen, auf der linken Seite clear ich jetzt gerade bereits mein drittes Camp. Und ich habe rechts auch noch etwas mehr. So, das Wichtige hierbei ist, dass wir hier eine so gute Rotation hinbekommen, was den Respawn angeht, dass wir nicht viele Pausen haben. Dadurch, dass wir bei den Raptors angefangen haben und danach die Kruks gemacht haben, werden wir, wenn wir in die Base gehen und dann den Rap-Buff machen, werden dann die Camps sofort nachspawnen, ohne dass wir Zeit verlieren. Also wir werden nicht viel Zeit verlieren. Während wir auf der linken Seite Zeit verlieren werden, weil wir direkt bei einem Buff gestartet haben. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir den Clear auf der rechten Seite mit dem Blue beenden, weil der Blue hat eine längere Respawn-Zeit als der Gromp. Das heißt, hätten wir Wölfe, Blue, Gromp gemacht, nachdem wir in die Topside-Jungle reingehen, hätten wir beim zweiten Clear ein Delay auf den Gromp gehabt, weil wir auf den noch hätten warten müssen darauf, dass er respawnt. Schaut euch mal das linke an, dort bin ich bereits in die Base gegangen mit 650 Gold, habe mir ein Longsword und Boots gekauft, weil ich nicht mehr Gold hatte, bin fast Level 4. Auf der rechten Seite bin ich bereits Level 4 und habe mehr als 700 Gold. Das heißt, ich habe mehr Gold, mehr Erfahrung, kann mir jetzt auch hier direkt Double Longsword kaufen, was halt ziemlich geil ist, um jetzt nochmal weiter zu clearen. Und ja, ihr werdet jetzt gleich auf der linken Seite auch das Problem sehen, weil ich dort jetzt die Kruks mache. Die sind noch nicht gerespawnt. Das heißt, ich habe jetzt hier bereits ein Camp, was noch theoretisch respawnen müsste, damit es auf einem höheren Level ist als ich. Das heißt, ich kriege von den Kruks nur 75% Erfahrung anstatt die 100%. Mache jetzt auf der rechten Seite den Rap-Buff, um ein bisschen Zeit wieder reinzuholen. So, und jetzt schaut mal auf die linke Seite hin, Leute. Ihr bemerkt, ich werde sehr, sehr, sehr lange darauf warten, während ich auf der rechten Seite aktiv etwas gemacht habe. Auf der rechten Seite bin ich etwas ahead, was die Erfahrung angeht. Lasst mich lügen. Ich sag mal so, ich habe da 10% mehr Erfahrung, habe jetzt immer noch beide Buffs und mein Raptor-Camp spawnt viel früher. Auf der linken Seite warte ich immer noch. Das sind gefühlte, lasst mich lügen, vielleicht 10 Sekunden, die ich jetzt noch länger warte. Vielleicht sogar mehr. Pi mal Daumen, mach jetzt nochmal die Kruks. Wichtig ist, die Kruks bei dem Clear, den ich auf der rechten Seite habe, die werden jetzt gleich nochmal respawnen. Das heißt, ich habe dort stärkere Kruks. Und oben habe ich legit 30 Sekunden gerade gewartet. Jetzt nochmal, ne? Und ich habe jetzt unten, also auf der rechten Seite, habe ich Kruks, die gerespawnt sind. Das heißt, die sind nicht Level 2, sondern die sollten jetzt hier in diesem Beispiel circa Level 4, Level 5 sein, wodurch ich jetzt viel mehr Erfahrung kriege.
Schaut euch das mal an. Linke Seite bin ich Level 4, 3 Viertel, sag ich mal. Während ich auf der rechten Seite Level 5 bin und bereits 40% der Erfahrung habe, die ich brauche für das Level-Up. So, ich clear jetzt weiter. Dadurch, dass wir hier die richtige Rotation genommen haben, sollten jetzt auch auf der rechten Seite gleich die Wolves kommen. Weil ich auf der linken Seite ja noch den Blue noch gemacht habe, nach den Wolves warte ich da auch nochmal. Der jetzt dauert, dass der Grom kommt. So, ihr seht hier, ich mache die Wölfe. Erfahrungstechnisch massiv ahead. Also ich habe diesen Clear auch nochmal in dem Game ausgetestet. Das ist sowas von sick. So, ihr bemerkt, auf der linken Seite warte ich immer noch. Auf der rechten Seite habe ich den Blue ja erst später gemacht. Das heißt, der Grom kommt hier schneller. So, da ist er. Also schneller im Sinne von, ihr dürft halt nicht vergessen, dass ich auf der linken Seite einen anderen Clear genommen habe. Da war ich schnell am Grom da. So, auf der rechten Seite bin ich jetzt Level 6 ab 55. Was verdammt schnell ist. Also ich glaube, ab dem Moment sind auch die Solo-Laner meistens Level 6, wenn ich mich nicht irre. Und auf der linken Seite pimmel ich noch rum. Ich bin jetzt noch einmal in die Base gegangen, musste Items kaufen. Müsste jetzt theoretisch Raptors Wolves machen, wenn ich mich nicht irre. Nee, Crux und Raptors, um da dort nochmal mein Level 6 zu bekommen. Und es dauert wirklich viel, viel länger. Ich muss öfters in die Base reingehen. Was wirklich einfach nur verdammt interessant ist, so ein Clear zu haben. Gerade mit sowas wie Rengar, mit einem Champion, der gerne auf Level 6 farmt. Auf Champions wie zum Beispiel Nocturne, Shyvana, eventuell auch Udyr, ich bin mir nicht ganz sicher, würde es halt auch sehr, sehr stark sein. Okay, nein, ich brauche hier nur die Crux. Oder, ich brauche noch ein kleines bisschen mehr. Okay, ich muss also quasi nochmal hier die Raptors machen. Oder spawnt der Rap-Off zuerst? Ich weiß es gerade gar nicht mehr, Leute. Ich habe es eher im Nachhinein gemacht. Okay, ich muss jetzt noch hier den Red machen. Und das ist halt sehr, sehr lange, Leute. Der zweite Red muss erst kommen, damit ich Level 6 bin. Während ich auf der rechten Seite einfach so viel schneller zu Ende bin. Ihr seht hier, ne? Hier sind jetzt nochmal die Ingame-Timer da. Ich brauche 1 Minute und 13 Sekunden länger, um auf der linken Seite mit einem normalen Clear mein Level 6 reinzuholen. Was wirklich sehr lange ist, wie gesagt, gerade aus solchen Junglern, die gerne darauf hinfahren, früh das Level 6 zu bekommen. Macht das wirklich eine verdammte Menge aus. Aber ja, Leute, das hier war es kurz zu der Anleitung, wie ihr sehr, sehr schnell euer Level 6 bekommt. Ich hoffe, es kann euch helfen, gerade euch Ranger Mains. Ich bin erstmal weg, Leute. Tschüss, haut die rein und bis zum nächsten Mal.